Liebe Zuschauer, heute tauchen wir ein in die Welt einer der international bekanntesten Ärzte. Man sagt, kein Universitätsprofessor hat in 5 Erdteilen so viel Vorlesungen gehalten wie er. Dass die Kölner Sporthochschule international bekannt ist als einzige Sportuniversität, geht eigentlich auch auf die Forschungsergebnisse in Sachen Sportmedizin auf meinen Gesprächspartner zurück. Herr Professor Hollmann, Sie sind heute unter anderem noch Ehrenpräsident des Weltverbandes Sportmedizin und ich freue mich, dass Sie bereit sind, uns auch in diesem Gespräch wieder Rede und Antwort zu stehen. In etwa 1000 Rundfunk- und Fernsehsendungen haben Sie viele Hörer erreicht und heute wollen wir nochmal einige Streiflichter aus Ihrem bewegten Leben aufblitzen lassen. Ich war kürzlich in dem geschichtsträchtigen Städtchen Menden im Sauerland, wo Sie inzwischen auch als Ehrenbürger verehrt werden. Hier haben Sie Ihre Kindheit erlebt. Was verbindet den Weltbürger, der eigentlich in aller Welt bekannt geworden ist und dort auch vor Ort gewesen ist, was verbindet den Weltbürger mit der Heimat seiner Kindheit? Mit einem Wort, die Heimat. Es geht nichts über die Heimat. Das habe ich überall erlebt, vor allen Dingen, wenn ich mal monatelang für Expeditionsdinge in anderen Kontinenten war. Man dachte immer wieder nicht an den aktuellen Wohnort, sondern man dachte an seine Heimat und an seine Jugend, wenn man mal irgendwie zurückdachte. Und so ist mir heute dieses, alles was mit Menden zusammenhängt, so ans Herz gewachsen, dass es noch immer emotional für mich in Bezug auf Ihre Frage das Wichtigste darstellt. Sie sind in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Was ist davon bis heute hängen geblieben? Ich muss dazu ausführen, ich bin eingeschult worden schon in der Weimarer Republik. Also Hitler kam ja zur Macht am 30. Januar 1933 und ich bin 31 eingeschult worden, wie alle als Sechsjähriger. Und wir sind dann schon in der katholischen Volksschule streng katholisch erzogen worden, hatten stets enge Beziehungen zur Kirche. Das wurde durch mein Elternhaus noch unterstützt, wo nicht nur meine Eltern, sondern auch der Chauffeur, der Großvater, die Haushälterin, alle katholisch waren, und zwar nicht dem Namen nach, sondern sehr aktiv. Das hat mich im Grunde genommen geprägt. Hinzu kam in der damaligen Zeit, ab 1933, die Hitlerzeit, schon mit Mai 1933 wurde ich Mitglied im Jungvolk, obwohl ich da erst 8 Jahre alt war, als Freiwilliger. Das Jungvolk war die Jugendorganisation der Hitlerjugend und bei uns gab es nicht Hitler oder Göring oder Goebbels oder irgendwelche andere Persönlichkeiten. Für uns gab es nur Deutschland. Deutschland, das war für uns der Inbegriff. Und jeder, der Deutschland half, war für uns gut. Und in der damaligen Zeit hatte man zunächst ja auch den Anschein, dass es zumal die Aufkündigung des Versailler Diktats und manche andere Dinge mehr, dass es günstig sein würde. Und so sind wir damals als Katholiken und gleichzeitige Angehörige dieser Jugendorganisation in Uniform nicht nur zur Messe, sondern zur Kommunion gegangen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Die Geistlichen duldeten das. Ja, sie förderten sogar, wenn zeitliche Überschneidungen bestand, mit dem Dienst im Jungvolk und mit dem Beginn der Messe. Dann wurde sogar begrüßt, wenn wir halt in Uniform dann zur Kommunionbank gingen. Und dieses Erlebnis hat mich bis zum heutigen Tage mitgeprägt. Es hat mir vielleicht
mitgeholfen, dass ich heute hier noch sitzen darf und nicht wie die weitaus meisten meiner Klassenkameraden oder der späteren Freunde alle im Kriege geblieben sind. Sie haben durch Ihre katholische Erziehung auch ein gewisses Urvertrauen bekommen, das wie ein roter Faden eigentlich durch Ihr ganzes Leben gegangen ist. Kann man das sagen? Das kann man so sagen. Da hatte dann maßgeblichen Anteil, abgesehen von meinen Eltern, unsere Haushälterin. Als ich Soldat wurde, hat sie am Tage, als ich mich stellen musste, mich raufgerufen in ihre Wohnung, in unserem Hause. Das war das Haus eines Landarztes, der mein Großvater war. In dem Haus bin ich geboren, aufgewachsen. Und erzählte mir, Wildor, du wirst jetzt Soldat. Du weißt, viele deiner älteren Freunde sind schon alle tot. Was dir bevorsteht, weiß keiner. Ich habe einen Rosenkranz in ein ganz kleines, unauffälliges Päckchen eingebaut. Steck das immer in die Tasche. Und wenn du mal in Lebensgefahr kommst, dann hast du keine Zeit, einen Rosenkranz oder überhaupt nur ein Gebet zu denken, da denkst du gar nicht dran. Aber du kannst einfach mit der Hand in die Tasche packen und diesen Rosenkranz umklammern. Es wird dir ungeheure seelische Kräfte verlieren. Und genau das habe ich dann kennengelernt, nicht in der Zeit der Fliegerei, sondern später ab Oktober 1944 hatte die deutsche Luftwaffe nicht mehr genügend Benzin, weil die rumänischen Ölfelder, Ploesti und so weiter von den Russen erobert waren. Und da sind wir serienweise, selbst Flugzeugführer mit mehr als 1000 Feindeinsätzen, zum Erdeinsatz gekommen. Wir wurden umgeschult, ich kam zur Fallschirmschule, wurde Fallschirmjäger und bin als Fallschirmjäger aber nie im Springereinsatz, immer nur im Erdeinsatz gewesen. Als ich das erste Mal erlebte, Trommelfeuer, das heißt ein Granatfeuer, wo Abschuss und Einschlag so dicht beieinander liegen, dass man sie gar nicht unterscheiden kann. Da lag ich in einem 2-Meter-Loch mit einem Kameraden und da hatte ich einen Moment, als ich nicht wusste, werden dich die Rauchschwaden ersticken lassen oder wird deine Lunge zerplatzen durch den Druck der Granaten, die am Grabenrand explodierten. Und da drohte ich in Panik zu geraten und hatte einen Moment den Gedanken, jetzt läufst du hier weg. Das wäre mein Tod in Sekunden gewesen. Und da fiel mir plötzlich mein Rosenkranz ein. Da habe ich den umfasst und in dem Moment eine solche innere Ruhe gehabt, als wäre ich zu Hause beim Kaffee. Das war verständlich, denn ich habe mir blitzschnell gesagt, wenn du jetzt gleich tot wirst, da kann ja nichts passieren. Du bist ja katholisch und du hast nichts Böses getan. Musst du logischerweise in den Himmel kommen? Was soll's alles? Alles wunderbar. Und von da an hatte ich nur sachliches, logisches Denken und Handeln, knallhart. Und das hat mich aus der, wie aus manchen anderen später folgenden Situationen gerettet. Wenn wir noch einmal auf den Rosenkranz zurückkommen, viele Menschen, die uns jetzt zuhören, können damit nichts anfangen. Der Rosenkranz besteht ja darin, dass man hier noch einmal das Evangelium sich bewusst macht und in Form von Gebeten und in Form des Vaterunsers, sodass der christliche Gehalt hier noch einmal uns bewusst gemacht wird und wir dadurch auch mit Gott ins Gespräch kommen. Ist richtig, ist richtig. Er besteht ja aus vielen Perlen und man nimmt die einzelne Perle in die Hand. Das war natürlich im Kriege nicht möglich. Ich habe den auch nie offen gemacht. Der war immer in dem eingenähten kleinen Täschchen drin, wo es kein Mensch von den Vorgesetzten je entdeckt hat. Denn ob ich das hätte dann behalten dürfen, das ist die große Frage. Und dann betet man eben zu jeder der Perlen, die man in der Hand hält, ein Gebet. Verstehe. Und das ist eben der Rosenkranz. Ja. Sie erwähnten gerade Ihren Großvater und seinen Chauffeur. Diese beiden Originale haben
Sie in Ihrer Kindheit doch ziemlich geprägt. Können Sie noch ein paar Stichworte dazu sagen? Ungemein geprägt. Zunächst mein Großvater, er war Landarzt und wenn er nachmittags von 2 bis 4 bei Patienten Hausbesuche machte, wurde er immer von einem Chauffeur gefahren, denn er selber fuhr kein Auto. Ich durfte damals schon als ganz kleiner Junge, sogar schon bevor ich zur Schule kam, oft mitfahren, setzte er mich hinten in den Fond rein. Und dadurch habe ich es schätzen gelernt, was es heißt, als Arzt vor allen Dingen Menschen mit Schmerzen helfen zu können. Das war mein frühester Eindruck. Da waren Menschen, die hatten Schmerzen, meistens waren es irgendwelche offenen Verletzungen, Wunden oder ein offenes Geschwür. Und mein Großvater war in der Lage, ihnen Schmerzen zu machen. Das hat mir ungeheuer imponiert. Und mein Großvater sagte immer, für dich gibt es später nur einen Beruf, Arzt. Was anders darfst du nicht werden. Und damit verabschiedete ich mich meinen Vorstellungen, zunächst Lokomotivführer werden zu wollen, später Mercedes-Benz-Fahrer. Und dann kam ich als drittes im kindlichen Bereich zu der Idee, es ist doch vielleicht ganz schön, wenn du wirklich auch Arzt wirst. Und das zweite war, ich habe sehr früh, schon als 13-, 14-Jähriger, angefangen, wissenschaftliche Bücher zu lesen, die natürlich für das Gehirn eines Menschen in dem Alter gebaut waren. Und dadurch kam ich auf Forschung und was ich da so Dinge las, Bücher, meinetwegen von Schenzinger, Metall oder andere, das imponierte mir ungeheuer, in ein völlig neues Feld vorzustoßen, wo vielleicht gedanklich, geschweige denn praktisch, noch nie ein Mensch gewesen war und da jetzt Dinge zu machen, die der Menschheit und deren Wissen nützlich war. Das faszinierte mich so, dass ich zu meinem Großvater ging und sagte, hör mal, Arzt ist klar, schön, schön und gut, aber ich glaube, ich möchte lieber noch Forscher werden. Kann man beides zusammen werden? Da hat mein Großvater gesagt, das geht, aber dann muss man Professor an einer Universität sein. Schlag dir das nur aus dem Kopf, hier aus unserem kleinen Mann wird keiner so etwas. Ja, interessant. Und der Chauffeur, der war an all den Dingen beteiligt. Und wenn ich dann meine Schularbeiten gemacht hatte, dann ging ich zum Chauffeur rüber, der damals, das war ja ganz anders, da gab es ja keine offenen Wascheinrichtungen. Mein Großvater legte größten Wert, dass sein Auto penibel vom kleinsten Fetzen Dreck beseitigt war. Dann musste jeden Nachmittag umständlich der Wagen gewaschen werden. Er wurde erst abgespritzt mit einer scharfen Spritze. Das ging aber nur unter die Kotflügel und Räder. Dann wurde mit einem Wasserschwamm alles abgewischt, trocken gewischt und schließlich dann alles poliert mit einer Politur. Das dauerte sehr lang. Da stellte ich mich zu. Und dann erzählte mir der Chauffeur irgendwelche Dinge. Der war unerhört erfahren in der Natur. Der kannte jeden Baum, jeden Strauch, jeden Schmetterling, jeden Vogel. Der hat mir immer wieder beigebracht. Das nennt man Grünfink. Das nennt man Buchfink. Das ist eine Schwarzdrossel. Und das hat so bei mir nachgehalten, dass ich immer mir einbilde, ob es zutrifft, weiß ich nicht, heute noch alle Vögel, alle Vogelarten zu kennen, die in unserer heimischen Gegend zu Hause sind. Das und vieles andere, überhaupt Verständnis für die Natur, verdanke ich diesem Chauffeur. Der Chauffeur hat Sie vielleicht auch beeindruckt, weil er so gut das Auto steuern kann, aber Sie sind dann auf den Gedanken gekommen, als Sie zum Militär eingezogen wurden, lieber ein Flugzeug zu navigieren, zu steuern. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich als Pilot haben ausbilden lassen? Ich hatte so als 16-Jähriger Bücher gelesen aus dem Ersten Weltkrieg, Der rote Kampfflieger, Richthofen, 80 Luftsiege. Aus der damaligen Denkweise heraus war das für uns was ungeheuer Imponierendes. Und die ganzen Schilderungen, wie die Anfänge der Fliegerei waren, auch von Udet und seinen Manövern bis oben rauf in die Nordpolregion. Das faszinierte mich so, dass ich dachte, das wäre eigentlich auch was Schönes für dich.
Und als es dann ernst wurde und ich hatte mein 16. Lebensjahr beendet, da habe ich mich damals schon freiwillig zur deutschen Luftwaffe gemeldet. Sie haben dann die Nachkriegszeit zunächst in einem britischen Gefangenenlager erlebt. Haben Sie daran noch irgendwelche Erinnerungen? Ja, so gezielt gefragt, würde ich gezielt antworten. Ich war etwas über 2 Jahre in britischer Kriegsgefangenschaft in England selbst und wir wurden unterschiedlich behandelt, teilweise sehr gut, teilweise gut, in Ausnahmefällen schlecht. Und in einem Lager, in dem wir gut behandelt wurden, das war ein Kommandeur, englischer Kommandeur, der selbst in deutscher Kriegsgefangenschaft war und dem, wie er immer wieder betonte, es dort sehr gut gegangen war. Und der hielt uns entsprechend gut. Und da hatte ich ein seltsames Erlebnis. Ich wurde gegen die geltende Genfer Konvention ausgebildet als Minenräumer. Das war, durften Gefangene nicht. Aber nach Kriegsende nahm da keiner mehr Kenntnis von. Und wir mussten dann immer nach Hull, Nordengland, und mussten dort verborgene Minen räumen, die zum Schutz gegen eventuelle deutsche Invasion von von Norwegen her eingerichtet waren. Das haben wir, ist übrigens nie was bei passiert. Wir kamen dann, wurden immer mit einem LKW zu 6 Personen das Kommando hin und zurück gefahren. Und das war jetzt auch einen Tag vor Weihnachten 1900. 44 der Fall. 45 der Fall. Vor Weihnachten 1945, ein Tag, also 23. Und da fuhren wir auf der 120 Kilometer langen Strecke von Hull nach Northumberland an der schottischen Grenze durch ein Wäldchen. Da kam mir plötzlich die Idee: Morgen ist Heiligabend, wir haben überhaupt kein Christbäumchen. Und dann klopfte ich, wir saßen wie die Spatzen so auf Brettern hinten offen und vor uns war dann die Führerkabine, wo 2 englische Soldaten drin waren, der eine als Fahrer, der andere als bewaffneter Bewacher. Dann klopfte ich hinten an, die haben auch gleich erhalten. Dann habe ich mit meinem kümmerlichen sauerländischen Schulenglisch gefragt, ob wir vielleicht für morgen, Heiligabend, ein kleines Bäumchen uns da holen können. Die Engländer gewährten das sofort. Wir haben dann ein Bäumchen gefunden. Als wir fast fertig waren, sah ich in der Ferne ein Licht herankommen. Es waren Autolichter. Es war überhaupt kein Verkehr auf der Straße. Die führte durch den Wald, unbeleuchtet. Und unser Wagen stand mitten in der Kurve. Da dachte ich noch, nächstes um Gottes Willen, wenn der Wagen schnell kommt, fährt er eventuell auf unseren drauf. Und der hat dann tatsächlich in letzter Minute eine Vollbremsung vornehmen müssen und blieb ganz scharf hinter unserem Wagen stehen. Der andere Wagen war ein Sanker, also ein Sanitätskraftfahrzeug. Heraus spritzte ein, wie ich später wusste, weiblicher Offizier, ein kanadischer Hauptmann der Luftwaffe und brüllte unsere armen Tommys an und machte die zur Schnecke. Und daraufhin bin ich hingegangen und habe gesagt, in meinem schlechten Englisch: Entschuldigen Sie bitte, ich bin der Schuldige, nicht die beiden. Ich habe den Vorschlag gemacht, Sie möchten doch bitte halten, damit wir ein Bäumchen finden. Und daraufhin nahm sie die Taschenlampe, leuchtete mir ins Gesicht, sagte keinen Ton, stieg ein und fuhr weiter. Und darüber vergingen 14 Tage. Weihnachten war so längst vorbei. Wir waren morgens auf der Hinfahrt zum Minenräumen nach Höll. Da kam, diesmal im dichten Verkehr, in der Ferne ein Sanker, immer näher, keine Bedeutung. Eine Frau am Steuer, naja, war damals selten, aber immerhin gab bestimmt viele. Ich sagte dann plötzlich: Sag mal, ist das nicht unser weiblicher Offizier aus Kanada? Und tatsächlich, als sie ganz nah ran war, konnte sie nicht überholen wegen des Gegenverkehrs. Und sie war's.
Und irgendwie juckte mich der Teufel. Ich wusste genau, ich riskierte mehrere Tage baueingesperrt zu werden. Ich machte zu ihr diese Bewegung, nur so. Und sie am Steuerrad machte genau dieselbe Bewegung. Und das war eine solche Freude, dass ich das nie vergessen habe. Es vergingen ein paar Tage, morgens wurden wir gezählt. Der britische Zähloffizier kam und mit ihm dieser weibliche kanadische Offizier, eine bildschöne Frau. Und dann sagte er, Captain Smacton wird sich jetzt jemanden aussuchen, sie wird etwa 3 Wochen bei uns bleiben, der dann ihre Hütte in Ordnung hält. Sie will aber den Betreffenden sich selbst aussuchen. Dann ist sie uns, wir waren 200 Mann, entlang gegangen, ganzes Stück. Plötzlich blieb sie vor mir stehen, zeigte den Finger auf mich, den will ich haben. Und dann bin ich da, also zu der gekommen. Dann habe ich 3 Wochen lang, bin ich verwöhnt worden, wie ich das seit Jahren nicht kannte. Ich kriegte zum ersten Mal, in Deutschland gab es so keinen Bohnenkaffee oder sowas, die letzten Kriegsjahre schon. Ich kriegte wieder Bohnenkaffee, ich kriegte sogenannten Navy-Kuchen, alles, was es so zu bieten gab. Und wir waren ein Herz und eine Seele, aber immer bewusst, wir waren im Grunde genommen Feinde. Richtig. Darüber ist es nie hinausgekommen. Mhm. Wir mochten uns sicherlich, würde ich heute sagen. Und dann eines Morgens, da kam sie abends nicht, und dann kam morgens der britische Zähloffizier und erklärte, sie ist gestern tödlich abgestürzt. Hm. Das packt mich heute noch. Glaube ich. Ja, herzlichen Dank. Der Krieg war zu Ende. In der turbulenten Nachkriegszeit haben Sie an der Kölner Universität Medizin studiert, promoviert und sich habilitiert, um bald darauf einen Ruf auf dem Lehrstuhl der Kardiologie und Sportmedizin in Köln zu erhalten. Ich muss es jetzt einfach so telegrammstilartig machen. Bereits 1958 gründeten Sie im Rahmen der Kölner Sporthochschule, das inzwischen weltbekannte Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Was zeichnete Ihr Institut mit dem Einzug neuer Untersuchungsmöglichkeiten aus? Es wurde allseitig, speziell auch vom deutschen, damals schon vorhandenen Wissenschaftsrat beklagt, dass es zu wenig Forschungsinstitute in Deutschland geben würde, die mit den Methoden der Physiologie klinische Forschung betreiben würden. Und ich war jetzt, in Kürze wurde ich es offiziell, aber jedenfalls von der Tätigkeit schon lange, Internist, Kardiologe und Biochemiker. Und dann kam ich, wodurch auch immer, ich weiß es selber nicht mehr, auf die Idee, ein Institut zu gründen, gemäß diesem Gedankengang des Wissenschaftsrates. Mein Chef, Professor Knipping, Direktor der Medizinischen Universitätsklinik in Köln, stimmte sofort begeistert zu, sagte aber wir brauchen dazu die Zustimmung der Sporthochschule. Der Rektor ist Professor Diem. Professor Diem sagte, das, was mir an einer Sporthochschule das Wichtigste ist, die Medizin. Erst an zweiter Stelle die Pädagogik. Denn der Pädagoge muss erst wissen, wie der menschliche Körper unter Sport reagiert, bevor er das anderen weitergeben und Lehren daraus ziehen kann. Und so konnte ich das Institut 1958 gründen. Es war ein privates Ein-Mann-Institut. Ich hatte vorher schon Glück gehabt. Hatte entdeckt, dass man mit einem Fahrradergometer exakt dosierbare und mit vielen Messelementen verbundene Untersuchungen durchführen konnte an Patienten. Das war die Einführung des Fahrradergometers weltweit in die klinische Diagnostik. Später kam ich auf die Idee, Donnerwetter, in allen Lehrbüchern steht, entweder wir wissen es nicht oder wir vermuten, wie der Blutdruck sich bei körperlicher Arbeit verhält, ist so ein praktisch wichtiges Element. Dann wollte ich den Blutdruck messen, mit den üblichen Blutdruckmessgeräten ging es nicht, denn das Fahrradergometer hatte eine Kette und das Kettengeräusch übertrug sich so auf den Körper,
dass man das Blutdruckgeräusch überhaupt nicht hören konnte. Mhm. Bei uns war aber ein Diplom-Ingenieur namens Sander in der Uni tätig, mit dem tat ich mich zusammen und der hat mir meine Vorstellungen so erfüllt, dass er eine Apparatur baute, die halbautomatisch in der Lage war, den Blutdruck bei körperlicher Arbeit messen zu können. Es war das erste Gerät dieser Art in der Welt. Als 1960 die elektronische Weltausstellung für Medizin New York war, war unser Gerät das einzige, was überhaupt auf diesem Wege damals gezeigt wurde. Später wurde es serienmäßig hergestellt und schließlich wurde mir bewusst, so ab 1957, wie wichtig die Blutdruckeigenmessung ist. Das setzte aber voraus, dass man nicht den betreffenden, ja gesunden Menschen, der sich nur den Blutdruck messen sollte, mit dem Gebrauch eines Stethoskops vertraut machen durfte. Musste was anders sein. Das brachte mich auf die Idee, wiederum in Verbindung mit dem Diplom-Ingenieur, ein Mikrofon frequenzgerichtet zu entwickeln, was in der Ellenbeuge angebracht wurde. Und das war die Grundlage für alle heutigen Blutdruckmessgeräte in Apotheken, wo überall angeboten wird, zur eigenen Blutdruckmessung. Dann mittlerweile im Institut gelang es mir 1959 zum ersten Mal zu entdecken, dass der menschliche Atmungsaufwand und in Verbindung damit bei körperlicher Arbeit die Produktion von Milchsäure ganz parallel liefen. Und dass es einen Punkt gibt bei ansteigender Belastung, wo die höchste Belastungsstufe ist, wo der Herz-Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel noch in der Lage sind, den Sauerstoffbedarf des Körpers voll zu decken. Und dann geht es ganz rapide, ungenügend und deswegen mit vermehrter Produktion von Milchsäuren her. Das ist das, was man heute international nennt, die aerob-anaerobe Schwelle. Und sie ist eines der wichtigsten Untersuchungskriterien für Herzkranke, für Lungenkranke und dergleichen. Und das wichtigste Element überhaupt zu einer wissenschaftlich gezielten Trainingssteuerung heute. Es kamen noch manche andere Dinge dazu, die wir über dieses Institut weiterentwickelten. Und das führte letztendlich dazu, wenn mir das je einer damals gesagt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt, so wie ich mich selber immer als verrückt ansah. Und dass nämlich wir später 12 Lehrstühle besetzen sollten aus unserem Institut an verschiedensten deutschen und ausländischen Universitäten, dass mittlerweile 23 Personen sich in unserem Institut habilitieren sollten und wir dadurch teilweise bedeutenderen Umfang kriegten als irgendeine normale Universitätsklinik. Man könnte sicherlich noch ganz viel dazu sagen. Mir kommt der Gedanke, dass im Grunde die Trainingsmethoden der Spitzensportler weltweit auch letztlich deshalb so erfolgreich sind, weil sie eben hier entsprechende Forschungsergebnisse erzielt haben. Das bin natürlich nicht ich allein gewesen, sondern der ganze Arbeitskreis um mich herum, den ich mir Schritt für Schritt aufgebaut habe. Es stimmt, wir waren durch die Grundlagenforschung absolut weltweit tonangebend und wir schufen im Grunde genommen die Basis für die ganze heutige Trainingslehre. Mhm. Egal, wo in der Welt sie gebracht wird. Mhm. Wir müssen leider ein bisschen weiterkommen und diesen wissenschaftlichen Bereich etwas verlassen. Sie sind im Laufe Ihres bewegten Lebens als Arzt, Forscher, Universitätsprofessor und Manager weltbekannten Persönlichkeiten begegnet, die Ihnen unvergesslich geblieben sind. Und ich fände es interessant, wenn wir einige dieser Persönlichkeiten noch einmal Revue passieren lassen. Ich würde zunächst einmal zurückkommen auf Professor Knipping, den Sie gerade schon erwähnten. Ich glaube, er war maßgeblich daran beteiligt, dass Sie also auch hier diese wissenschaftliche Laufbahn so erfolgreich begonnen haben. Alles, was ich an Medizin lernte und später ausübte, habe ich Knipping zu verdanken. Er war für mich der große Lehrer. Er war generös und vor allen Dingen genial.
Grundsätzlich brachte er uns jungen Ärzten in seiner großen Klinik, wir waren über 40 Ärzte in der Klinik, brachte er uns bei, schreibt nicht die 60.000 erste Arbeit, also Publikation, über das EKG, das ist langweilig, sondern versucht, neue Spuren im frisch gefallenen Schnee zu ziehen. Und das wurde meine Devise bis heute. Neue Spuren im frisch gefallenen Schnee. Das heißt also, grundsätzlich zu versuchen, auf Gebieten Forschung zu betreiben, wo vor einem entweder keiner war oder völlig erfolglos war. Nicht in ausgefahrene Spuren zu gehen. Und genau das habe ich dann wieder an meine Mitarbeiter und die heute schon wieder an ihre jungen Leute weitergegeben. Und das machte an für sich die Qualität unserer Arbeit aus. Ebenso bedeutsam war für Sie auch die Begegnung mit Karl Diem. Er war ja der erste Rektor der Sporthochschule in Köln. Worin lag die Faszination dieses Mannes? Er war zweifellos die bedeutendste Sportfunktionärspersönlichkeit, die es je in der Welt gegeben hat. Er hatte ein ungeheures Allgemeinwissen. Er kannte eigentlich alles, was in Sport und Politik eine Bedeutung hatte, weil schon damals Sport und Politik in vielen Punkten immer wieder zusammenhingen. Und er schätzte über alles die Medizin. Und am 15. Mai 1920 war die Deutsche Hochschule für Leibesübungen in Berlin gegründet worden, war seine Idee, und hatte als ersten Rektor übrigens den Ordinarius für Chirurgie an der Charité in Berlin, Professor August Bier, als zweiten Nachfolger Ferdinand Sauerbruch, weltbekannte Chirurgen, die ersten Rektoren waren. Er selber war immer nur Prorektor. In Köln beim Neuaufbau, der von der britischen Besatzungsmacht betrieben wurde, nicht von deutscher Seite, wurde Diem dann berufen, aus Berlin nach Köln der erste Rektor zu sein. Er hat also nicht gegründet, aber er war dann der erste Rektor. Und er war ein väterlicher Freund. Er hat von Anfang an sich mir gegenüber verhalten wie ein Vater zum Sohn. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich Arzt war und er grundsätzlich jede Inanspruchnahme eines Arztes bei Krankheiten ablehnte, von jeher. Und jetzt hatte er plötzlich in seinem eigenen Haus vor mir, war also keine Medizin in der Sporthochschule vorhanden. Die existierte ohne Medizin. Und dann hat er mich aufgesucht, stets, wenn er irgendwelche Krankheiten, Leiden, Wehwehchen hatte. Denn das war ja nicht der Arzt, das war ja der Forscher, den er aufsuchte. Und auf die Weise entspann sich dann ein sehr, sehr persönliches, inniges Verhältnis zwischen uns beiden. Und vieles in all den Kenntnissen, die den Sport, aber teilweise auch die Politik betreffen, habe ich Karl Diem zu verdanken. Durch Ihre aufsehenerregenden sportmedizinischen Forschungsergebnisse wurden Sie weltweit bekannt. Sie gaben das Standardlehrbuch der Sportmedizin heraus. Man spricht von der sogenannten Hollmann-Bibel. Ich habe sie auch zu Hause. Ich habe ja mit 40 Jahren auch nochmal ein volles Sportstudium gemacht und dafür brauchte ich diese Grundlage, ein dickes Werk, das mehrere hundert Euro kostet. Sie wurden dann Präsident des Deutschen Sportärztebundes und Präsident des Weltverbandes für Sportmedizin. Auf allen Kontinenten haben Sie Vorlesungen an Universitäten gehalten. Gibt es ein Ereignis, an das Sie immer wieder erinnert werden, wenn Sie Ihre Weltreisen zurückverfolgen? Da gibt es natürlich viele Ereignisse, worüber man berichten könnte. Ich will jetzt nur herausgreifen, durch Willy Brandt, der mit mir in persönlicher Verbindung stand, zu seiner Zeit als Bundeskanzler, wurde ich beauftragt, die Inneneinrichtung eines medizinischen Forschungsinstituts in Teheran für die dortige Universität zu übernehmen. Das dauerte 2 Jahre, von 1974 bis 1976. Und der Schah war höchstpersönlich daran sehr, sehr interessiert, aus verschiedenen Gründen. Und dann durfte ich 1974 und 1976 jeweils zu einer Audienz zum Schah.
Er hat mir dann erzählt über die sogenannte Weiße Revolution, die er ausgeübt hätte, die Beiseiteschiebung des in seinen Augen, andere sehen es anders, Kommunisten Mossadegh, und er würde den Iran zur fünftstärksten Macht in der Welt machen. Das war 1974. 1976 bei dem Interview ging es eigentlich nur um interne Fragen, deretwegen ich wirklich da war. Ich hatte noch ein anderes nettes Erlebnis, wegen des Arztgeheimnisses kann ich aber da keinen Namen nennen. Als ich den zweiten Besuch 1976 beim Schah hinter mir hatte und mit den 8 Bodyguards im Aufzug runterfuhr, unterhielt ich mich mit den Personen noch kurz unten in der Lobby. Und zufällig sehe ich, der Aufzug kommt wieder runter und da liegt ein Mensch auf dem Boden. Da bin ich sofort dahin. Der Mensch war mir unbekannt. Er war bewusstlos, aber er hatte Atmung und Puls. Also gab ich ihm ein paar kräftige Ohrfeigen und siehe da, der Mann belohnte mich, der stand auf und war sofort wieder voll normal da. Seitdem behauptete er immer, ich hätte ihm das Leben gerettet. Er war nicht zu überzeugen, dass ich ihn nur wach gemacht habe. Dieser Mann war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr kann ich da nicht drüber, darf ich da nicht drüber sagen. Sehr interessant. Sie sind sehr vielen Persönlichkeiten begegnet in aller Welt. Wir sollen jetzt noch einen Augenblick in Deutschland bleiben. Sie haben also wiederholten Kontakt, wie Sie gerade schon gesagt haben, zu Bundeskanzlern, zu Bundespräsidenten, zu Ministern. Ich möchte gerne einen Bundespräsidenten herausgreifen, weil die Zeit uns davonläuft, Johannes Rau. Er hat Ihnen das große Bundesverdienstkreuz verliehen. Sie haben ihn auch privat kennengelernt. Was war das Besondere an Johannes Rau? Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Egal, wie man politisch zu ihm stand, ich war politisch überhaupt nicht in seinem Fahrwasser, aber menschlich verstanden wir uns großartig. Wir haben uns in Sitzungen von Kombination Politik, Wissenschaft gegenseitig fast geprügelt, aber in privaten Beisammensein waren wir in Wirklichkeit ein Herz und eine Seele. Viele gemeinsame nette Erlebnisse habe ich. Was ihn so außergewöhnlich machte, das war, er hatte eine sagenhafte Rhetorik mit fantastischem historischem Wissen in Bezug auf eben die Dinge, die er anschnitt. Das war nicht die ganze Welt, aber die Dinge, die er anschnitt, die waren zutiefst von dem historischen Hintergrund geprägt, mit einem unglaublichen Humor gewürzt. Er konnte so humorvoll sein und so treffend Antworten geben auf irgendwelche Attacken, wie es wenigen Menschen vergönnt ist zu können. Das waren so die Haupteigenschaften und er liebte den Menschen. Er war also ein Sozialdemokrat, nicht nur dem Namen nach, sondern wie es einstmals im alten Sinne der Gründer noch der SPD in den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Er liebte den Menschen. Ja, das kann ich eigentlich bestätigen. Ich bin ihm auch wiederholt begegnet und kurz vor seinem Tod haben wir also auch noch miteinander korrespondiert. Ich möchte einen Ausspruch von Johannes Rau noch einmal uns ins Gedächtnis rufen. Er hat einmal gesagt, Christsein heißt, dass man weiß, auf welchem Fundament man steht. Jeder Geburtstag erinnert uns daran, dass wir unser Leben nicht uns selber verdanken. Und ich habe noch einen anderen Ausspruch von ihm parat. Jeder ist wertvoll durch das, was er ist und nicht durch das, was er kann. Sehr gut. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Jedes Mal, wenn ich Ihnen begegne, habe ich den Eindruck, dass Sie den anderen höher schätzen als sich selbst. Dass also der Wert eines Menschen nicht davon abhängt, welche Verdienste er hat und welche Orden er hat, sondern weil er
ein Geschöpf Gottes ist und in sich diesen Wert besitzt. Der Wert eines Menschen besteht in der Mitmenschlichkeit. Ja, sehr schön. Und das finde ich so großartig an Ihnen, dass Sie uns immer wieder, auch meinen Freunden, die jetzt mit mir hierher gekommen sind und diese Aufnahme machen, einfach das Gefühl geben, du bist für mich wertvoll und du stehst genauso da wie ich und vielleicht sogar noch mehr, dass man den anderen höher einschätzt als sich selbst. Sie sind mehrfacher Ehrenbürger, Sie sind mehrfacher Ehrendoktor, mehrfacher Ehrenpräsident und Universitätsprofessor. Kann man als oberster Würdenträger, will ich mal sagen, da noch demütig bleiben? Ganz im Gegenteil. Man muss geradezu demütig werden. Denn man muss über eins im Klar sein. Ich habe gerade meine Memoiren geschrieben mit dem Titel Ziel und Zufall, erschienen im Sportverlag. Ja. Vor ein paar Monaten erschienen. Und da musste ich ja zwangsläufig nicht nur das eigene Leben Revue passieren lassen, sondern Bilanz ziehen. Bei dieser Bilanz ist mir klar geworden, eigentlich habe ich kaum irgendwelche Verdienste. Es waren immer wieder nur Zufälle. Und wenn schon Verdienst, dann bestand es nur darin, dass ich den Zufall in seiner Bedeutung richtig einschätzte und ausnutzte. Aber ein im primären Sinne Verdienst habe ich kaum eins. Und das ist interessant zu sehen, wie der Zufall, ob der Zufall gewollt oder der Zufall ungewollt, das ist eine philosophische Frage, ein Leben bestimmen kann. Ich würde als Theologe und als Christ sagen, mir ist etwas zugefallen, von Gott zugefallen, das ich als Geschenk annehmen darf und nicht unbedingt mir darauf etwas einbilden kann, aber doch dafür dankbar sein kann, dass meine Arbeit und Ihre Arbeit in diesem Sinne so geschätzt wird. Noch vor wenigen Tagen haben Sie in Frankfurt von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention wieder eine Skulptur verliehen bekommen. Sie steht hier direkt neben mir und ich möchte Sie bitten, vielleicht dazu etwas zu sagen. Ja, als ich hörte, ich würde für mein Lebenswerk geehrt, da habe ich mich gefragt, Donnerwetter, was wollen die ehren? Ich habe eigentlich so alles, was es gibt. Und dann hat man eine tolle Idee gehabt. Die Idee geht auf einen Schüler von mir, Professor Völker, den heutigen Ordinarius für Sportmedizin der Universität Münster, zurück. Hier sieht man zwei weiße Säulen, leicht gebogen. Das sind symbolisch die Säulen, die auf der Schulter des Atlas ruhen, die Weltsäulen. Sie finden oben zusammen, überschneiden sich und bieten so die Einheit der Welt. Und mitten in der Mitte steht ein kleines, unbedeutendes Männlein, kaum irgendwie zu sehen. Und diesem Männlein ist es vergönnt, durch eine universelle Denkweise das Gebäude von aller Welt zusammenzuhalten. Und dem liegt das Ganze gedanklich zugrunde. Sehr eindrucksvoll. Wenn Sie zurückblicken auf Ihr Lebenswerk, was war für Sie das Wichtigste? Gesundheit und Zufriedenheit. Sie haben Ihr biografisches Buch Ziel und Zufall, das ich jetzt gerade in der Hand habe, besonders für junge Menschen geschrieben, um ihnen Mut zu machen, neue Wege zu beschreiten und Neuland zu betreten. Können Sie vielleicht stichwortartig einige praktische Hilfestellungen geben? Ja, das heutige System an den deutschen Universitäten, wie überhaupt international, ist charakterisiert durch die zwei Schlagwörter Bachelor und Master. Die zwingen, wie in einer Schule, durch die damit verbundene Verschulung zur ständigen Anwesenheit fachgebundener Art. Konsequenz, der
heutige Student ist kaum noch in der Lage, mal eine Vorlesung aus einer anderen Fakultät zu hören. Wenn ich Medizin bin, da kann ich mir heute nicht mehr eine Vorlesung beim Juristen, beim Philosophen, beim Philologen, beim Pädagogen, was auch immer, kann ich mir gar nicht mehr anhören. Ich habe keine Zeit mehr. Das heißt, wir werden in Zukunft eine riesige Menge an hervorragend ausgebildeten Superspezialisten haben. Aber man darf die nicht nach rechts und links fragen. Ja. Da wissen sie nichts von. Ich habe selber das Erlebnis gehabt vor einigen Jahren, dass ich 28 Doktoranden vor mir hatte und nicht einer in der Lage war, mir die Frage beantworten zu können, wer war Bismarck? Und dabei waren 24 von den 28 Deutsche, die vier anderen waren Ausländer. Das ist schon die Konsequenz der gesamten Denkweise. Und das ist ein unglaublicher Rückschritt. Ich kann nur empfehlen, dass der junge Mensch versuchen soll, zu dem ihm quasi aufgezwungenen schmalen Fachwissen immer nach rechts und links, vorn und hinten, oben und unten zu schauen, seine Welt zu vergrößern. Denn nur, wenn ich einen halbwegs, in Wirklichkeit ist ja gar nicht möglich, aber wenn ich das Wort benutzen darf, universellen Wissensstand erreiche, dann erst bin ich in der Lage, jedes Ereignis irgendwo da richtig einordnen zu können, wo es dem Inhalt nach am besten passt. Wenn ich die anderen Dinge nicht kenne, kann ich das gar nicht. Das ist aber auch eine Voraussetzung, um im eigenen Fachgebiet zur absoluten Spitze vorzudringen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Mir sagte vor einiger Zeit ein bedeutender Professor, erst als er mit 30 Jahren Christ wurde, habe er angefangen, über seinen Horizont hinaus weiter zu denken, weil plötzlich Gott in sein Blickfeld getreten ist und er gemerkt hat, hinter dem Horizont geht es weiter. Also diese universelle Schau ist, glaube ich, wichtig, damit man den ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist erfassen kann. Kann ich nur bestätigen. Ich würde gern hinter das Geheimnis Ihrer jugendlichen Frische kommen. Sie sind mittlerweile 88 Jahre alt und haben mir mal am Telefon gesagt, Sie hätten die geistige Frische eines 40-Jährigen. Und das haben wir nun auch in diesem Interview immer wieder bestätigt bekommen. Was ist das Geheimnis Ihrer Vitalität? Danach werde ich natürlich häufiger schon mal gefragt. Ich antworte dann stereotyp. Zum einen ein gutes Verhältnis zum lieben Gott. Ich füge dann aber gleich hinzu, dem lieben Gott muss man aber die richtigen Wege zeigen. Die richtigen Wege fasse ich gerne zusammen in 5 Punkten. Erstens körperliche Bewegung und Aktivität, weil das jedes Organ fördert, besonders Gehirn und Geist. Zweitens geistige Aktivität. Drittens positive Denkweise. Viertens soziale Verknüpfungen, unabhängig vom Alter, immer aufrechterhalten. Und fünftens Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, zwecks Beantwortung der Frage, liegen bei mir Risikofaktoren vor, die eventuell meine Lebenserwartung verkürzen oder meine Gesundheit später einmal bedrohen? Wenn ja, müssen die behandelt werden, wenn nein, hat man Glück gehabt. Das sind die 5 Punkte, die im Mittelpunkt stehen. Ich finde, dass wir diese Gesetze, die Gott uns gegeben hat, beachten sollen. Und das gilt auch für die 10 Gebote. Sie sind keine Verbote, sondern Angebote zu einem sinnvollen Leben. Und wenn man diese Schöpfungsgesetze beachtet, die Sie ja auch gerade mit Ihren Worten zum Ausdruck gebracht haben, dann können wir erwarten, dass Gott uns auch segnet. Sie haben Ihre Biografie Ziel und Zufall, das im Sportverlag Strauß erschienen ist, Ihrer verstorbenen Ehefrau Inge, Ihren Kindern und Enkelkindern gewidmet. Was hat Ihnen Ihre liebe Frau Inge bedeutet? Sie war für mich ein notwendiger Bestandteil meines Lebens. Ohne meine Frau
hätte ich, und das ist jetzt keine schöne Rederei, wenn man das versucht, wissenschaftlich zu fassen, ich würde sagen, mindestens die Hälfte von dem, was geschafft wurde, nicht erreicht. Der Grund, sie hat mir jede nicht wissenschaftsbezogene oder jede nicht arztbezogene Tätigkeit abgenommen. Ich habe bis zu ihrem Tode vor 1,5 Jahren nicht gewusst, was ich verdiene. Ich habe nicht gewusst, was ich an Steuern zahle. Ich habe nicht gewusst, was mir gehört, welche Grundstücke oder welches Haus. Gar nichts. Zwar mich die Dinge nicht interessierten, sie hat alles gemacht. Sie hat die gesamte Kindererziehung auf sich genommen, 2 Kinder, später sich 5 Enkeln noch und noch gewidmet. Sie hat die gesamten finanziellen Dinge erledigt. Sie hat das Haus in Ordnung gehalten, alle Handwerker bestellt und die eben notwendig sind und die gesamten Finanzpläne über die Jahre durchgeführt. Und mich hat Geld nie interessiert. Das war notwendig zum Leben. Und was damit war, das war Angelegenheit meiner Frau. Und wir waren 63 Jahre verheiratet. Und ich glaube nicht, dass ich ihren Tod je werde verwinden können. Sie haben die letzten Tage mit ihr verbracht. Erinnern Sie sich noch daran? Ja, wir hatten uns gelobt, egal wer von uns als Erster stirbt, wir wollen uns untereinander die Wahrheit sagen. Einen Tag, wir hatten nur, so muss ich zum Verständnis dabei sagen, sie hatte eine bis 2008 völlig unbekannte Gehirnkrankheit, die erst 2008 einen Namen gekriegt hat, außerordentlich selten ist, wo es keine Behandlungsmöglichkeit, nichts gibt, wo man also nur dem Tode entgegenleben kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die letzten 2 Jahre ihres Lebens hat sie dann gerne hier auf dieser Stelle gesessen, durch das Fenster geblickt, denn dort ist eine der Verkehrsstraßen von Frankfurt nach New York. Und dann sah man bei schönem Himmel unterschiedlich große Zahlen von hin und zurück kommenden Flugzeugen und damit Kondensstreifen. Irgendwie aus irgendeinem Spaß heraus hat sie mal angefangen, Kondensstreifen zu zählen und hat mir gesagt, hör mal, du behauptest, so gute Augen zu haben. Wollen wir mal sehen, wer mehr zählt, wer mehr Kondensstreifen findet. Am Tage vor ihrem Tode fragte sie plötzlich, und das war das Letzte, was sie in ihrem Leben gesprochen hat, wie viele Kondensstreifen habe ich noch? Da habe ich gesagt, noch einer. Und am nächsten Tag ist sie dann gestorben. Ich werde wieder an einen Psalmsänger erinnert, der einmal gebetet hat, Herr, lehre uns bedenken, dass unsere Tage gezählt sind, damit wir ein weises Herz bekommen. Ich möchte Sie zum Schluss fragen, was ist Ihr Trost im Leben und im Sterben? Da gibt es nur einen Trost für einen Christen. Der Glaube an ein Jenseits, der Glaube, dass man halbwegs rechtschaffen gelebt hat, dass in irgendeiner Weise auch eine Berücksichtigung finden wird. Und das ist ein großer Trost. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte schließen mit dem Vers von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen, Herr Professor Hollmann, und möchte mich gleichzeitig bedanken für Ihre wunderbaren Worte in diesem Gespräch, das uns alle irgendwo tief berührt hat. Und ich möchte Ihnen auch, liebe Zuschauer, dieses Wort von Dietrich Bonhoeffer in Erinnerung rufen und zum Schluss ein Wort von Johannes Rau, das er am Ende seines Lebens sagte, wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.